Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video und einer Folge von Let's Play Project Low Rise. Alles klar. Okay, Entschuldigung, Project High Rise. Es tut mir leid. Was mir aber krallen. 3000 Menschenmagnet. Großraumbüros. 40 Einfluss bringt es natürlich schon mal ordentlich. Die Stadtkämmerei Steuereinnahmen mit weiteren Großraumbüros. Je mehr Büros, desto mehr Einnahmen. Wie viel müssen wir davon haben? Naja, egal, mach ich einfach mal. War anscheinend genug. Wohnpotenzial. Die Anzahl. Ziehen Sie 50 Bewohner an sich. Das ist scheiße. Ah, oh, Partners wollen jetzt alle haben. Ugh. Ich hasse Apartments. Und Apartments hassen mich. Dann wird es wohl doch langsam Zeit für mehr Apartments. Aber ich möchte mich eigentlich erst noch um die ganzen Großraumbüros kümmern, lieber. Die machen mir einfach mehr Spaß. Finanzbüros. Einfach noch ein bisschen Strom, ein bisschen Telefon. Das ist eine nette Sache eigentlich, ne? Ansehen wollen die als 9 haben, aber das wird auch gerade wieder ein bisschen was ansehen. Seit hier mit den ganzen Umbauarbeiten mit Umzügen und dies und das und jenes. Was kriegen wir hier? Oh, mehr Fliesen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Das gefällt mir gut. Mehr Fliesen sind immer positiv. Oh. Ich gerade aus Versehen mal rangezoomt, mal auf die falsche Taste gedrückt. Alter, wenn gerade über 50 Besucher, das ist ordentlich. Wusste gar nicht, dass wir so viele Besucher zum Teil anziehen. Das sind ja richtige Besuchermagneten hier. Ich werde jetzt mal so ein großes Kunstwerk bauen. Was braucht dafür eine Kunstgalerie? Wollte mir sowieso eigentlich eine bauen, ne? Deswegen. Jetzt ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, einfach mal eine Kunstgalerie hinzusetzen. Die fragt sich, ob die irgendwas will, sieht aber nicht so danach aus. Okay, dann haben wir jetzt eine Kunstgalerie, so wie es hier aussieht. Und 10 Ansehen endlich mal. Perfekt. Je mehr Ansehen, desto besser. Und dann haben wir wieder einiges jetzt zusammen. Und da unten dürfen wir wieder bauen. Umzieher sind wir jetzt offiziell anscheinend. Eine Belegschaft von 250. Yes. 18.000 haben wir gerade. Wir können es leider nicht ausgeben, einfach weil. Ah, wir können es doch ausgeben für Renovierungen. Solange sie keinen Hausverwalter haben, wir müssen den Hausverwalter einstellen. Wir brauchen ja so einen Typen. Ganz dringend. Verbessert die internen Abläufe ihrer Gebäude. Das ist doch mal was, was wir jetzt hier brauchen. Und so wie es aussieht, können wir jetzt auch mehr. Wartungsbüros. Automatische Durchführung von Renovierungsarbeiten. Wartung optimieren. Wir brauchen ein paar Upgrades, wie es aussieht. Neues Konstruktionsbüro. Super, das benötigen wir. 120 Einfluss. Alles klar. Meine Damen und Herren, wir haben ein neues Ziel. 120 Einfluss. Und hier kommen wir natürlich erstmal. Wer hätte es gedacht? Ein paar Büros hin.
Ein paar große Büros, pardon. Ja, Technikbüros, ja gut, dann die nicht. Die wollen auch mehr Technikbüros. Was? Alles klar, die Technikbüros benötigen mehr Technikbüros. Ist in Ordnung. Da fuck. Wir können keine Technikbüros bauen, weil wir nicht genügend Technikbüros haben. Die braucht noch einen Wasseranschluss, das haben wir nicht verlegt. Wahrscheinlich kleinere Technikbüros, war? Hier gibt es jetzt keine Technikbüros. Strom wieder bestimmt nicht, aber bald. 10 Ansehen haben wir gerade. Ja. Könnte mehr sein, könnte mehr sein. Wir wollten aber nochmal hier einen Service errichten. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welcher es war. Den habe ich auch mal irgendwo noch gesehen gehabt, aber ich frage mich, welcher Service es nochmal war, den ich jetzt gerade machen wollte. Zeitarbeitsfirma, stimmt. So, die U-Bahn-Station ist halt schon so weit oben wieder, aber ja gut. Ich sag mal nicht, ne? Wir brauchen hier ein paar mehr Flächen wieder. Ja, wir sind gleich am tiefen Minimum, Maximum angekommen, dann ist scheiße. Die Bräune ist schon wieder Wasser. Verdammt. Ich hätte es ja von Anfang an auch ordentlich machen müssen mit dem ganzen Zeug. Wer hat sich schon verpisst? Das ist natürlich Kacke. Alle verpissen sich gerade schon wieder, obwohl eigentlich so nicht so schlecht aussieht eigentlich. Ja, zeig mir mal an, ne? Hier oben direkt wieder zwei solche Restaurants. Wir haben nicht genug Strom. Wir haben nicht genügend Strom. Das ist natürlich ein echtes Problem. Ja, hier oben zwei Leute sind ausgemoved, so wie es aussieht. Die haben auch gerade welche Probleme. Ach komm, halt's mal. Halt einfach deinen Scheißdrecksmaul. Verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Achso, es war sogar noch dieses geile 2-Block-Hole-Geschäft. Der Alter ist halt nicht der. Ich hasse es, ne? Ich hasse es einfach. Die ziehen einfach so aus, ohne ersichtlichen Grund. Es ist einfach uncool. So, Strom, Telefon, wenn wir schlecht haben. Haben sollte dann vielleicht noch mal ein extra. Hier unten ist eine scheiß Zeitarbeitsfirma. Wo ist euer fucking Problem? Ne, wir haben keine Zeitarbeiterfirma, weil wir haben Zeitarbeiter. Ja, und jetzt wollen wir wieder mehr ansehen, aber weil jetzt gerade durch alle Leute ausziehen, ne? Alter, es ist.
Es ist einfach nicht feierlich so. Ja, wir wollen alle mehr ansehen halt, aber irgendwie anscheinend ja auch nicht, ne? Wenn die alle direkt rausziehen. Hey, die wollen sich lieber einen Abfallbehälter noch auf ihre Etage haben. Ich will auch einen Recyclingbehälter, man weiß es ja nicht. Ich will auch ein Recyclingcenter mit Keller lieber. Hey, nee, ne? Naja. Dann kommt hier auch nochmal wieder ein neues großes Restaurant rein, mal wieder. Die ziehen ja wie immer aus am laufenden Band sozusagen. Jetzt nehmen wir hier gleich mal noch ein Italiener. Die sind nett, die ziehen nicht so schnell aus, falls die da oben nicht. Ja gut, ein Problem ist, glaube ich, aber gerade auch, dass die hier, oh, wenn nicht so viel. Ja, die sind halt rentabel ohne Ende, also mit Ende. Ich sehe noch nicht so viel Verkehr, das ist ein Problem natürlich, ja. Da erkenne ich natürlich gerade ein kleines Problem, aber dass man ihn direkt und wieder hinterher hier aufbauen muss, das ist halt was, was mich gerade dezent abfuckt. Und es ist halt nicht mehr normal, ne? Hier fehlen auch welche. Weil ich kann ja gar nicht mal hinbauen hier. Ja gut, es bleibt halt erstmal leer, glaube ich. Jetzt kommt irgendwann erstmal noch eine mittlere Schicht drauf, mit mittleren Büros. Und dann ist die Schicht Studio Apartments. Das ist der Plan, jetzt jedenfalls erstmal. Also es gibt jetzt gerade wieder mega viel Tamtam. Mindestens 10 ansehen wollen die. Und von irgendwoher kommt ein strenger Geruch. Ah, Alter, das ist natürlich schon eine Tamtam-Maschine hier, ne? Bitte zieht nicht direkt wieder aus. Ich liebe euch nämlich gerade. Ja, Verkehr ist da halt nicht so viel unterwegs. Rentabel ist halt auch noch das eine Ding und da so ein bisschen was. Aber natürlich schlecht. Das ist natürlich ganz schlecht. Ist rückläufig, die Konjunktur. Kleine Unternehmen halt den Ball flach und versuchen ihre Mieten. Fallen auch die Baukosten, okay. Ja. Die bauen gerade auch noch alles fertig, was ich gerade überhaupt nicht benötige, aber das, was ich gerade brauche, natürlich nicht. Naja. Ja. Ich muss auch gerade mal ein bisschen Hass hier rauslassen, ne? Das ist auch gerade wirklich ein bisschen scheiße. Produzieren diese Büros eigentlich auch Lärm? Ich glaube nicht. Ja gut, die Ärzte, die mieten lieber untere Etagen. Ja. Aber andere Mieter wieder gerne obere Etagen, ne? Naja. Können wir hier ein bisschen Wartungsbüros hier mal losschicken. Und dann wird hier oben ein paar kleinere Büros verteilt. Oder mittlere jedenfalls auf der einen Seite. Echt blöd, wie sich die Gerüche von den Restaurants durch zu eine Tür und durch und trotz wahrscheinlich noch einer guten Klimaanlage so hart verbreiten. Aber naja. Kreativ- und Technikbüros, das ist glaube ich das, was wir benötigen. Strom und Telefon brauchen die. Und ansonsten sind die ganz schön happy, das ist natürlich gut.
Und dann können wir die nächste Etage oben draufsetzen. Genau. Oder vielleicht gleich mal zwei. Man weiß ja nie. Und so viel Aufwand ist ja auch nicht, gleich noch eine zweite drauf zu setzen. So, brauche natürlich ein bisschen Bauzeit. Technikbüros. Immer noch nicht genug Technikbüros vorhanden dafür. Die zwei waren ja wohl leider doch nicht genug. So bereits laut und strenger Geruch. Ich hasse es, selbst durch so eine zune Decke durch Kopf noch Lautstärke und vor allem Geruch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht versteht ihr es ja, aber ich jedenfalls nicht. Ja, kreative Büros können unten noch rein. Die brauchen dann noch extra Kabel, TV. Die Miete ist zu hoch. Kein Gewinn. Eine Abfallbehälter wollen die auch noch haben. Ja, ach komm, dann zahlt man noch 50% der Miete. Passt doch. Also kriegt auch noch ein Abfallbehälter auf die Etage vielleicht. Und noch eine Renovierung. Bitte zieht sich aber direkt aus. Danke. Danke. Gut. Hier ist es aber hoffentlich nicht mehr so laut und ja, noch ein bisschen Gerüche. Ja, nee, ein bisschen Lärm, weil selbst durch so zwei Etagen noch durch. Naja, Studio Apartment. Wer hat's jetzt wieder verpisst? Naja, oh, sorry, so ein winziges Büro hier. Mitten in der Mitte so ein kleines Bürochen. So. Ist hier auch noch irgend so ein Ding. Da können wir gleich zwei kleine Büros reinzimmern, so wie es hier aussieht. Ja, bitte mach jetzt einfach mal dort alles fertig und renne ich gleich wieder woanders hin. Jetzt kommt der zweite auch noch mithelfen. Ist krass, die zwei haben euch dieses gesamte Hochhaus per Hand gebaut. Ist ja schon eine krasse Life-Story so, ne? Erstmal so ein ganzes Hochhaus bauen. Strom und Telefon haben die ja wahrscheinlich. Telefon nicht, okay. Jetzt haben sie aber Telefon. Dann hier oben die ersten Apartments. Einfaches Studio-Apartment. Da bauen wir doch direkt mal hier luxuriöse hin, die wollen halt so ein bisschen mehr haben. Also Strom, Telefon, Gas, Wasser. Die wollen halt alles haben die. Die wollen alles, okay. Und was sie sicherlich auch noch haben wollen, den Bereich, der nicht so laut ist. Okay. Handwerker, Klempner, Waschsalon. Okay, natürlich jetzt für solche Services hier Handwerker. Klempner. Waschsalon. Hund ausführen, Dienste, Reinigungsservice, chemische Reinigung,
Blumenarrangement. Schneiderei, ja gut, da reicht es schon nicht mehr, aber naja. Platzproblem. Wir haben echt so ein klitzekleines Platzproblemchen irgendwie. Gas wollen die jetzt hier noch haben. Wasser wollen die jetzt hier noch haben. Hä, warum? Warum können wir hier kein Wasser hin? Ich verstehe es nicht. So. Das hat jetzt auch funktioniert. Wir auch Telefon haben. Strom haben. Oh, Gaskapazitäten mangeln schon wieder. Natürlich eine ganz schlechte Idee. Das Gas hätte auch noch sogar angeschlossen, so, ne? Naja, nein, jetzt geht's ja anscheinend. Die Frage ist, sind die alle oben noch zufrieden? Ja, sieht ja noch aus, die ja nicht. Die Miete ist denen zu hoch. Ja gut, dann gibt's mal eine kleine Mietanpassung, dann sind die auch schon wieder zufrieden, ne? So, die sagen, ich kann das auch nicht immer alles direkt im Auge behalten, nur die halt ihre kleinen Wehwehchen haben. Und hier haben wir schon alles, hier oben noch nicht. Telefon. Kabel-TV. Wasser. Und Gas. Was ist denn ein Problem? Das Bereich ist denn zu laut, was? Das hat so fast null Lärm, aber naja. Ah, die warten auf einen Bewohner gerade. Recyclingabfall, Müllbehälter. Oh nee, die brauchen natürlich ein bisschen mehr Platz denn direkt immer. Also Müll und dann nochmal Müll. Ja, dann bauen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter aus, denke ich. Und zwar dann immer drei Blöcke. So. Und da natürlich dann Aufzüge, die entsprechend dann überhin. Und dann nochmal überall einen Block hin. Und dann kommen wir da oben dann gleich mal Recycling-Dinger hin. Gut, nach diesem Tag, aber dann denke ich mal, können wir auch schon beenden. Aber jetzt hier neues Konstruktionsbüro machen. Dieses Construction Bureau. Ist die Frage, ob wir noch Platz dafür haben. Ja, haben wir. Oh, das ist natürlich sehr, sehr gut. Für eine zusätzliche Arbeitskraft. Das ist top. Das muss allerdings erst noch gebaut werden.
Ja, jetzt haben wir auch mal hier ein bisschen was wieder Gutes getan für die Gastronomie und jetzt wird die erst wieder renoviert. Generalsanierung sozusagen. Da haben wir schon wieder kaum noch Geld. Also, wir waren ja zwischenzeitlich bei ordentlich Geld und jetzt nicht mehr. Aber was willst du machen, ne? Da haben wir jetzt fast alle Studio-Apartments fertig. Bei den Büroangestellten haben wir schon sehr gut auf einem guten Zweig. Dann bauen wir doch mal hier nochmal mittlere hin. Weil da gibt es ja schließlich Kreativ- und Technikbüros. Und Finanzbüros. Wenn wir genug Geld hätten. Haben wir aber nicht. Strom und Telefon wollen wir hier noch alle haben natürlich. So. Der ist schon wieder übersprungen. Das heißt, dass wir noch einen Tag machen. Das ist schade, ne? Das ist echt blöd. War es auch wirklich nicht geplant, aber naja, was willst du machen, ne? Können wir hier noch eine Etage gleich noch straight oben drauf setzen, wenn wir gleich dabei sind. Dann können wir noch die Studio Parts echt fertig machen heute. Also vielleicht doch nicht so eine schlechte Sache. Ja, das sind halt wieder so die Standardsachen, die man halt immer machen muss. Und das ist halt gleich mehrere Etagen, die auf einmal bauen würde. Natürlich immer gleich ein bisschen schneller alles, aber. Naja. Das hier will ich mal 14 ansehen, da haben wir gerade natürlich nur die Hälfte. Aber minus 10 durch Umzüge und Räumung. Also hätten wir das alles nicht, hätten wir quasi genug. Und das gefällt natürlich den ganzen Leuten nicht, ne? Dazu ist und die haben ja kein Kabel-TV auf einmal. Oh, das ist scheiße, ne? Zufrieden geht zwar gerade nach oben. Aber die wollen wir ansehen. Und es ist ihnen zu laut. Na gut, ging es ansehen? Kann ich eigentlich nichts machen, aber ging es zu laut eigentlich auch nicht. Audio und die brauchen noch ein bisschen Sachen ebenfalls. Bisschen Wasser. Bisschen Gas, ein bisschen Telefon. Dazu gleich noch ein bisschen Strom. Geld, come on. Als ob es an Geld mangelt. Lass dich elektrifizieren. 200 Stromanschlüsse verlegen. Alles klar. Und ich habe schon wieder weggeklickt. Ich werde immer da beenden bei dieser Meldung, aber. Ich muss mich mehr konzentrieren, glaube ich. Ich muss einfach konzentrieren. Mich auf mein Ziel konzentrieren, auf unser Ziel schon fast. Aber das eine Ziel gleich erreicht und zwar. Ja, kommen noch kleine rein, ne? Können wir echt ruhig die luxuriösen bauen. Ah, die wollen kein Telefon haben. Die wollen zwar alles, aber die wollen kein Telefon. Okay. Interessant. Yay, Auftrag abgeschlossen. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Und zwar haben wir nicht mehr genügend TV-Leistung. Was schon mal ziemlich schlecht ist.
Sollte das aber kein Problem erstmal sein. Jawohl. Dann hier was Neues wieder. Was gibt's denn hier Schönes? Die Zahl der Patenbewohner. 50 neue Bewohner. Nee, machen wir nicht. Das mit dem Schülerpaar hat so geklappt. Ein paar Einzimmer-Apartments. 16. Oh, Scheiße. Das ist natürlich einiges. Beginnt sich wieder zu erholen, die Konjunktur. Ja. Expandieren. Größere Büroräume. Ja. Alter, 16 Einzimmer-Apartments. Departments, genau. Nee, Apartments. Das sind die Dinger hier. Da kann man natürlich auch mal ein bisschen was verteilen. Aber zwei auf einer Etage direkt übereinander. Wären das 8 neue Etagen, ne? Das ist ordentlich. Aber was anderes für uns erstmal nicht übrig, ne? Ja gut, Büroangestellte, wir brauchen wieder mehr Kreativ- und Technikbüros hier. Strom, Telefon, und das ist ja schon alles da dort eigentlich. Kreative Büros können noch ein paar verteilen eigentlich, ne? Immer noch nicht genug Technikbüros. Meine Güte. Naja, aber kann ich jetzt auch nicht so schnell weiterhelfen. Was haben die für ein Problem? Mehr Service, nur was sie schaffen können. Wir brauchen einfach mehr Kopierdienste. Warte, was war das? Kopiercenter. Ich dich dann das Falsche in den Bau, ne? Weil Kopierdienste und Kurierservice. Ne? Strom wollen die nur. Die Anrufe kommen über magische Art und Weise zu denen geflattert. Naja, ist ja auch egal. Ja, dann müssen wir jetzt ja eigentlich viel kreative Büros halt hier reinzimmern, bleibt nichts anderes übrig. Zu laut, strenger Geruch, ja, wir kennen das Ganze schon und neuen ansehen wollen die. Die Umzüge und Räume, hier sind doch kaum Umzüge. Alter, halt's Maul. Oder baut sich das denn nicht ab direkt wieder? Aber come on, als ob es so viele Umzüge und Räumungen sind. Das Tier immer so 10 kostet, ne? Ich meine ja nur. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt zwischen 33 Minuten hier sitzen. Beziehungsweise stehen. Ich stehe ja gerade. Aber. Wieder ordentlich renovieren und so. Ah, wo sieht es unten aus? Ah, die machen nichts. Ach so, ja, stimmt. Weil ja hier ein bisschen zu viele Umzüge und Räumungen sind, dann müssen die auch nicht so viel arbeiten, ne? Ja gut, ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Eigentlich ist das Spiel ja ganz cool. Und damit beende ich jetzt diese Folge hier endlich mal nach einiger Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, seid gut. Euer Lukas.